das schwer vorstellbar, dass du Angst vor was hast. Ich bin nicht so furchtlos, wie du denkst. Jetzt hör auf. Deine Operation, das könnte ich nie. Ich hätte zu viel Angst, das zu vermasseln. Glaubst du, mir geht's anders? Nun ja. Mein Dad hat immer gesagt, du wärst seine beste Studentin. Echt jetzt? Tja, du meintest ja immer, er wäre ein Idiot. Komm. Ja, Leute, und damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Last of Us 2. Und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem neuen Video. Und wie sind sie stehen geblieben? Oh, Abby ist noch ein bisschen hoch, muss ich sagen. Und, gefällt mir nicht. Gut, wir sind fast an der Basis. Da würde ich sagen, liken, wenn es dir gefällt. Wie in jedem Video. Ich mich auf die Couch, zieh mir einen Film rein und sauf mich ins Koma. Ja, kannst du gerne von mir aus sterben, Manny. Ich kann dich halt wirklich nur leiden. Aha. Welche Drinks? Welcher Film? Ha. Sehr neugierig. Der Film ist der mit dem, Mädchen und dem Wolf. Ach, den liebe ich. Und der Drink? Meinen Mezcal von der Party letzte Woche. Verzeihung, du meinst unseren Mezcal. Si. Ich lass dir was übrig. Ach, jetzt hätte ich echt Lust auf einen Drink. Wenn ich nicht schwanger wäre... Ich wollte schon gerade sagen, Mel. Ich wollte schon gerade sagen. Und das Mädchen mit dem Wolf, das haben wir auch schon im ersten Teil gesehen. Mit dem Joel, mit der lieben Ellie, als Ellie mal nachgefragt hat. Die Poster sind überall hier und da meint sie auch Joel, Sarah mochte den Film wirklich sehr. Und den der Shot ist genau dasselbe jetzt, der liebe Manny. Der Vollidiot. Okay, da würde ich sagen, Leute, laufen wir jetzt mal weiter in diesem Gebiet und dann nichts wie raus hier aus diesem... vor Ort von den WLF-Soldaten vom Stadion einfach. So, oh, hier ist eine Zugstation, irgendwelche Schienen und ich glaube, ich werde irgendwelche Knochen noch auf uns warten, ne? Die führen uns zum irgendwelches Gas. Mir nicht. Ja, ich weiß. Haltet die Augen offen. Oh, das sind Gegner. Ich höre es gerade an diesen komischen Geräuschen, wenn wir entdeckt werden. Oh, joi. Wir haben leider keinen Bogen, ne? Schallefest wäre auch eine Option, aber wir haben nichts zum Herstellen. Wir brauchen noch eine Flasche eigentlich. Verdammt. Wir können auch Manny nehmen, der ist auch so eine Flasche eigentlich. Aber na, egal. Ist schon gut hier. Eine Flasche vielleicht. Ich muss sagen, ich bin jetzt echt kein Stealth-Typ, ne? Aber wie viele sind es? Sind ja erstmal jetzt die Frage. Ich hoffe nicht allzu viele. So, hallo. Wo seid ihr? Oh, Junge, scheiße. Bauchlage erstmal, da kommt genau auf uns zu. Scheiße. Ich bin wie gesagt nur ein Käfer. Oh, der dreht sich um, der Vollidiot. Komm. Hier sind Wolves. Bam, Junge. Erstmal zwei Killen, let's go. Oh, scheiße. Jetzt musst du kämpfen. Nein, nichts von mir. Boah, Junge, was ein Schatz. Was für ein... Oh, Junge, was lustet mir heute? Alter, Junge, ich bin wie gesagt ein richtiger Gott geworden, Kapi. Wo sind noch weitere? Ah, da ist einer sich gerade im Lauschmodus, aber ist da noch mehr vielleicht, außer nur einer? Oder sind sogar noch ein bisschen mehr drin? Gib mir doch bitte eine Flasche, bitte. Oh, es sind mehr, glaube ich sogar. Es sind viel, viel mehr. Die kommunizieren gerade auch zusammen, die ganzen Scars. Ich gehe immer auf den Kopf, Leute. Ich bin einfach zu blöd dafür für den Kopf. Das ist das große Problem, oh Junge. Yes! Ah, ist ein Kopfschuss gewesen. Nein! Mist! Pass auf! Oh, hinter mir! Oh, verdammt, ich verschieße immer zu viel. Das ist echt viel zu verschwenderisch von mir. Oh, Junge, da ist noch einer! Nicht mit mir! Das sieht so krass brutal aus. Ach, scheiße, ich bin da viel zu wahnsinnig. Ich muss da ein bisschen herankommen, Leute. Das ist ein bisschen zu waghalsig von mir. So, erstmal Bauchlage hier, genau. Und dann von hier aus. Wo ist die Süße? Hallo? Hallo? Yes, geiler Shot, Abby. Wo ist jetzt die andere? Was? Oh, scheiße. Scheiße, Abby, du musst da sofort weg. Oh mein Gott, Manny. Oder Mel, wer auch immer geschossen hat, der hat mein Leben gerettet gerade. Junge. War das gerade wie ein heißer Tanz hier.
Ich sehe keine mehr. Mir nach. Auf geht's. Ja, okay, sehr gut. Alter Falter. Das war gerade wirklich sehr krass, oder würde ich sagen, Junge? Ich sag's schon immer wieder, das Spiel ist einfach, was ja die Technik angeht und Grafik, einfach nur bombastisch geil, ne? Verdammt nochmal, wie geil kann ein Spiel gemacht sein? Mist, eine Sackgasse. Okay, wir finden einen anderen Weg. Oh, tschüss, Elbi, Alter, du Tier, du Affe. Einfach schnell am Klettern, hier zack, 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 die Dreier-Kombo. Ah, das verflaschelt sich gerade. Let's go, Leute. Erstmal Schalldämpfer herstellen. Das war doch eine Flasche, oder nicht? Hä? Das war gerade eine Flasche. Hö, Spiel. Oder habe ich gerade verguckt? Ich weiß es nicht ganz. Ist auch egal, Leute. Schade, schade. Ich will gerne Schalldämpfer herstellen, muss ich sagen. Weil ohne Schalldämpfer bin ich ein bisschen ausgeliefert. Weil so rumballern immer ist jetzt auch nicht so geil. Aber ich habe nicht mehr so viel Munition. Nur noch 4 Pistolenmunition. Und Gewehr ist jetzt leider nicht mehr so gut besetzt. Oh nein, das sind Weizare. Das sind Weizare von diesen vollidiotischen Scars. Schnell durch hier, Abby, schnell. Hier durch. Jetzt müssen wir erstmal leise sein. Oh. Bück dich, Ellie, noch eine Bombe. Also, die können auch die Bombe eigentlich gerne werfen. Wollen wir es noch machen, Leute? Oh, let's go hier. Bam, Junge! Yo! Bam, Junge! Oh, das sind viele! Das sind so viele! Nein! Wie viele sind das denn hier, verdammt? Halt dich! Oh, sind das viele gerade gewesen? Oh, Junge, mir auch eigentlich, muss ich sagen. Ui, sehr viel. Oh, wie geil. Oh, Junge! Ihr kriegt mich nicht, ihr Psychos! Ich bin viel zu zögerlich. Geil. Oh, rechts von mir, glaube ich, gerade. Oder ist da einer? Nee, ist da. Oh, ja. Ah, Junge. Oh, tschüss, wir haben jetzt eine Rettung. Alter, Alter. Hier geht es so verrückt. Angriff. Oh, der ist tot. Der ist tot. Wir will noch von mir. Oder war. Ah, das war's schon. Okay, danke schön, ihr will es, Alter. Junge, das war gerade echt ein bisschen nackig und knapp hier mit diesen Scars, Alter. Wir haben nichts mehr, Leute. Gut, dass ihr da wart. Als wir vorbeigefahren sind, haben die Schüsse gehört. Ja, danke schön, meine Untertanen. Das war auch mal Zeit. Da würde ich sagen, rauf hier uns dann. Nichts wie weg hier in diesem Scheißgebiet, Mann. Ich will es nur voller Gas. Es sind so viele, Alter. Verdammt. Boah, seine arme Hand. Scheiße. Einfach durchbohrt mit einem Schuss. Also ich glaube, wir können uns einfach einigen. Ich glaube, die Scars sind bestimmt die schlimmsten von allen. Die WLFs sind zwar auch nicht besser in meinen Augen, wegen Joel, aber ich finde, die Scars sind da schon einen Ticken krasser und kranker irgendwie, ne? Einfach ihre Philosophie, ihre Sicht. Ah! Komisch, sehr komisch. Ich weiß, wir sind fast da. Lasst sie durch. Na, was? Dein Rücken. Drück so fest du kannst, okay? Ach du Scheiße. Ich hab nichts gespürt. Hey, wir haben zwei. Er hat eine Schusswunde an der Hand. Und das ist also die Hauptbasis von der WLF, oder? War's gar nicht schlecht. Also die von der Militärsache, sag ich mal. Lass dir helfen. Bleib, Alice. Komm mit, hier lang. Sitz. Das war ziemlich viel Blut, oder? Sie schon. Das wird wieder. Thank you.
Hey, wen haben wir denn da? Hey, auf geht's. Das ist Alice. Komm, Alice. Braves Mädchen. Danke. Diese neuen Rekruten. Ich traue ihnen nicht. Danke nochmal, Leute. Alles klar. Manny, warte mal. Ey, das ist die Stimme von Sully. Hallo, Sully, Bruder. Ich bin hier seit 3 Tagen stationiert und es passiert einfach nichts. Dann solltet ihr uns wohl für die Abwechslung danken. Komm schon, du schuldest uns was. Hör dich mal um. Okay. Also wenn ich Sully sehe und dann auch diesen Typen, das passt einfach null, die Stimme, muss ich sagen. Nicht zu dem Asiaten, also no fronts. So, aber ist auch egal, Leute. Ich bin immer noch der Meinung, dass März, ja, Sache hier ein bisschen riskant ist, weil sie ist ja immer noch schwanger. Und klar, sie ist die einzige Ärztin gefühlt in diesem Team. Aber sie hat ein Kind in sich, ne? Und das ist das Problem, Leute. Ist auch egal, Leute. Wir sind eigentlich schon da, ne? Hauptsache, es ist ja das Ding hier. Hallo. Kein Auftrag. Meldet euch bei Isaac. Ihr beide? Ja. Kein Auftrag? Das ist anscheinend wohl sehr unwahrscheinlich und unübel, dass, Suchen wir Isaac. Ja, ja, die haben sich schon ein bisschen gewundert. Hey, Abby. Hallo, wie geht's? Nein, nur Karl mit den Frischlingen. Okay, danke. Und ich glaube auch Abby und Manny und die anderen sind, glaube ich, die besten Rekruten, die sie haben, ne? Also die besten Soldaten hier. Und die anderen sind, glaube ich, nur so Wannabes und irgendwelche Neuen, die rekrutiert worden sind von, den Fedros, ne? Hallo, was geht's? Abby, jetzt musste wohl mal dein Arsch gerettet werden. Ja, ich meine, einmal. Einmal von 1000 Fällen, du Vollidiot. Lass mich bloß in Ruhe hier. So, Alter. Herr damit. Also hier ist auch wieder eine richtig große Waffen... Ja, Maschinerie hier, also wirklich übelst krass. Dann würde ich sagen, Leute, haben wir jetzt genug Schrauben und Zahnräder oder haben wir eigentlich noch recht wenig? Wir haben noch eigentlich relativ viel, 63 Zahnräder und auch Schrauben. Dann würde ich mal sagen, verbessern wir weiter unsere Pistole, weil ich eine Pistole ist eigentlich das Beste von allen. Gewehr ist auch nicht schlecht, aber Pistole ist schon, finde ich, ein Grund zum Verbessern. Würde ich sagen, Rückstoß vermindern hier, machen wir es rein hier. Let's go, Leute. Sehr geil. So, haben wir noch genug für eine neue Verbesserung oder ist schon erstmal alles weg? Okay, können nichts machen, Leute. Da würde ich sagen, Leute, ab zum Isaac erstmal. Gute Arbeit. Danke. Hast du Isaac gesehen? Nein. Bei dem ganzen Rummel würde ich mich auch verstecken. Okay, okay. Und die wollen auch was von uns? Also, wie sind die echt beliebt hier in diesem Lager? Was geht? Was geht's? Ja, wegen dem Hinterhalt. Wo war das? Ungefähr hier. Bei den Lagerhallen. Die schleichen sich immer wieder durch. Weißt du, wo Isaac ist? Gerade eben war er noch hier. Okay, danke. Wir schauen mal. Ja, Isaac ist, glaube ich, einer, der sich eher bedeckt hält. Der Anführer der WLFs. Was ist denn dort los? Ey, ich will auch was haben. Ist es die Wasser? Ich will auch Wasser haben, Bruder. Gib mir Wasser. Oh, die wollen mir nicht was herrücken. Ich bin die beste Soldatin hier. Was geht denn hier ab, Mann? Meine Güte, okay, dann würde ich sagen, Leute, noch ein bisschen umschauen, würde ich sagen, und dann ab zu Merz Krankenstation. Und da ist auch das Mädchen, was Ellie abgestochen hat. Boah, das ist schon krass. Ist schon sehr, sehr krass, Leute. Hey, Whitney. Sie ist Whitney. Oh, hey, Abby. Was geht, Whitney? Weißt du, was hier vor sich geht? Schön wär's. Ein paar wurden zum Krankenhaus geschickt. Für Nachschub. Spannend. Ja, genau. Ist das Spiel gut? Echt schwer, aber wirklich gut. Hat auch coole Musik. Naja. Nicht stören. Man sieht sich. Hat coole Musik, ne? Oh, ist schon ein bisschen traurig. Wenn man das so sieht, ne, sie will einfach nur zocken, hat einfach was zu überwachen, da musste Ellie sie einfach abstechen. Aber klar, sie hat sich auch, sag ich mal, gewehrt von Ellies, Verhörung. Also hätte sie, glaube ich, nichts gemacht, dann würde sie noch am Leben sein. Deswegen ist alles einfach blöd gelaufen, ne? Mit Abbys Krankenhausaktion. Verdammte Videospiele, ne? Abby, wenn du wüsstest, wo du dich gerade befindest. Okay, dann würde ich sagen, Leute, ab zum Manny und dann zur lieben Mel. Und Manny ist gerade irgendwie sehr, sehr bekümmert und sehr, sehr, ja, besorgt. Was ist denn los, Manny? Sieht schlimm aus, was, Doc? Ist nicht so schlimm. Halt still. Okay. Ja. Und sehr viele Verletzte, was auch schon irgendwie klar war, ja. Ist dir besser, Bro. Hey,
Geht's dir besser? Die Schmerzmittel wirken, also, ja. Scheiße. Halt euch. Was macht die Hand? Werd wohl die meisten meiner Finger behalten. Also wirklich Respekt an die Menschen, die sowas durchziehen. Natürlich, Krieg ist nicht gut. Krieg sollte man gar nicht führen, aber... Ah, ist alles blöd. Einfach alles blöd hier, ne? Muss eigentlich gar nicht sein, so, aber... Menschen sind machtsgierig. Ja, die wollen sich immer ausbreiten, ihr Territorium, ihre Macht. Und deswegen müssen Menschen sterben. Ah, da ist auch die Nora. Nur noch ein paar Stiche und ich bin so gut wie neu. Der auch schon bekannterweise gestorben ist. Ihr müsst dafür sorgen, dass sie sich ausruht. Hey Mel, entspann dich. Klar doch. Hey, könnt ihr beide kurz mitkommen? Ich bräuchte Hilfe. Klar. Nicht wecke. Ich bleib hier. Ganz entspannt. Und da muss man auch sagen, irgendwie, wenn man jetzt alles in so einer Sichtweise betrachtet, tut schon ein bisschen weh, dass wir sie getötet haben, oder? Wir sollen da alles rausholen. Wie geht's Mel? Ich mein's ernst. Die Werte des Babys waren etwas erhöht, aber kein Grund zur Sorge. Wenigstens das. Owen Bescheid sagen. Er wird bei ihr sein wollen. Ja. Ich muss euch beiden was zeigen. Was ist los? Kommt mit. Okay. Oh, hier ist ein Leichenschauhaus. Ja, oh, Junge. Ich will gar nicht wissen, wie viele sie hier haben. Sind das alles unsere? Junge, Junge, ja. Junge. Das muss wild sein. Das muss übelst krass sein, immer die Leichen hier reinzuwerfen oder einfach zu lagern, als wären sie nur Ware. Okay. Nora. Jetzt noch nicht. Komm her. Ist nicht cool. Oh, shit. Wer ist das? Oh, scheiße. Es ist Danny. Wo ist Owen? Ich weiß es nicht. Vor ein paar Tagen wurden ein paar Skars beim Yachthafen gesehen. Danny und Owen sollten nachsehen. Und heute Morgen haben die Wachen Danny am Grenzzaun gefunden. Er kam zu Fuß zurück, mit einer Kugel im Bauch. Pinche Skars, hijos de puta! Isaac sprach mit ihm, bis er starb, aber... soweit ich weiß, wird keine Einheit dorthin zurückgehen. Und was ist mit Owen? Hast du Isaac gefragt, was los ja, war? Ja, ich hab's versucht. Aber er sah mich nur komisch an und sagte, ich soll nicht drüber reden. Und das heißt, Klappe halten. Owen ist vorsichtig. Ihm geht's bestimmt gut. Wo ist Isaac? Ich sag ihm auch nichts. Zuletzt war er wohl in den Apartments. Okay, ich werde mal nach Mel sehen. Also, sag mir Bescheid, was ihr rausfindet. Ja. Mann! Warum hat Isaac keinen Suchtrupp für Owen losgeschickt? Vielleicht hat er und Nora weiß es nur nicht. Scheiße, das hoffe ich. Boah, ich will gar nicht wissen, wie sie ausrasten würde, wenn Owen gestorben wäre, ne? Ich glaube, sie würde völlig am Ratz drehen. Wenn die Skars Owen erschossen hätten, also sie hätte wirklich jeden einzelnen Skar persönlich getötet. Ja, es ist halt immer so ein Ding. Rache hier, Rache dort. Ich glaube, sie weiß nicht, dass Ellie gerade auf dem Weg ist, um sie zu töten, ne? Ich glaube, sie denkt sich einfach nur, okay, ich habe jetzt meine Sache erledigt, ich habe Joel getötet. Jetzt habe ich, glaube ich, meine gewisse Ruf fürs Erste, aber nee. Ich glaube, sie wird noch sehr viel zu spielen bekommen von Ellie. Hallo, was geht's? Lass mich durch, Mann. Er ist drin. Geht rein. Isaac, der Anführer der WLFs und... Wen haben wir denn da? Wir werden da wohl zum ersten Mal sehen, Habt ihr Zeit für ein Spiel? Ah, geht nicht. Wir wollen zu Isaac. Ganz wie du willst. Ich kann nichts dafür, dass ich so gut bin. Wo spielt ihr denn? Kartenspiele, bin ich leider nicht so gut drin. In Kartenspielen. Ich bin da lieber in anderen Spielen besser. Was geht, Brüder und Schwestern, Schwestern. Ich hoffe doch ganz gut. Ja, dann würde ich sagen, ab zum Isaac. Zu diesem Typen, der alles erschaffen hat anscheinend. Die ganze WLF hier, alles aufgebaut hat. Also auf jeden Fall ein Mann, den man respektieren sollte, aber...
seine Vision auf jeden Fall nicht teilen muss. Das ist das Ding. Isaac, es hat 3 Tage gedauert, aber ich habe endlich etwas aus Nummer 74 rausgekriegt. Wenn er die Wahrheit sagt, ist die Südküste wohl unsere beste Möglichkeit. Ich habe das auf einer Karte markiert und sie in deine Wohnung gelegt. Wir sollten es bald so gut wie möglich ihr Speer ausschicken. Ah, sobald wie möglich ihr Speer ausschicken, kann ich lesen. Um die Informationen zu überprüfen, ich habe immer noch das Gefühl, dass er etwas zurückhält. Gib mir noch ein paar Tage mit ihm, Sergeant Foster. Und ich glaube, Sergeant Foster ist ja auch schon gestorben durch Ellies Hand. Oh, Junge, der Gestank ist furchtbar. Ja, es stinkt bestimmt. Sie sind bestimmt einige auch gestorben und... Keine Ahnung, oder die pissen ja irgendwo auf den Boden, Alter. Verständlich. Die pissen selber auf den Boden, wenn sie nicht aushalten können, weil die können nicht auf Toilette bestimmt. Die müssen hier gefangen sein und... Oh, ja... Das erklärt einiges, ne? Die Blutspuren. Also, hier wurden safe einige getötet. Von den Männern von Isaac. Oh, Junge, ist noch weitere im Käfig. What the fuck? Die wurden reingeschliffen. Die wurden schon gefoltert. Oh, Junge, das sind Scars, oder? Entweder Scars oder. Nee, es sind keine Scars. Die haben Haare auf dem Kopf. Ich glaube, das sind dann doch eher Menschen, die hier irgendwas wollten oder Scheiße gebaut haben. Das weiß ich jetzt nicht, aber. Gehen wir jetzt einfach mal hier rein oder hier können wir gar nicht mal rein. Da müssen wir zum Richtung Fahrstuhl laufen. Ey, Bro, lass uns durch, Mann. Hey, Abby. Wir müssen hoch. Hallihallo. Isaac ist da drin. Na. Weißt du, wie lange? Ich soll ihn holen, wenn ihr da seid. Kommt. Dann let's go, Mann. Sir, Abby und Maddie sind hier. Oh, yo! Lass ihn nicht einschlafen. Ja, Sir. Gehen wir hoch. Der Isaac meint es wirklich ernst, also Junge. Der hatte einfach seinen Busch hängen lassen. Verdammt! Gehört, ihr hattet Schwierigkeiten? Keine Verluste bei uns. Nur ein paar kleine Kratzer. Bei denen sah es anders aus. Das würde ich gerne öfter hören. Die Basis war noch nie so voll. Morgen wird's noch voller. Es kommen noch mehr Einheiten. Was ist los, Bas? Diese kleinen Gefechte. So geht das nicht weiter. Wie? Dann? Ein neuer Waffenstillstand? Aber wie schnell würde irgendein Arschloch auf deren Seite oder einer von uns das Ganze versauen? Nein. Wir müssen sie alle vernichten. Sir, es gab schon Angriffe auf die Insel. Nicht solche. Nicht mit allen. In ein paar Tagen kommt ein Sturm. Wir werden ihn zur Tarnung nutzen. Ihr beide führt die erste Welle an. Wählt die Leute aus. Fangt gleich an. Ich will Owen. Wann kommen er und Danny zurück? War das wieder Nora? Keine Geheimnisse in der Salt Lake Crew, hm? Ist Owen okay? Soweit ich weiß. Und warum wurde dann kein Suchtrupp losgeschickt? Er hat Danny erschossen. So wie es aussieht, um einen Scar zu beschützen. Bullshit. Wie bitte? Doch nicht Owen. Das kann nicht sein. Du meinst also, Dannys letzte Worte an mich waren gelogen? Sir, wenn sich das rumspricht, ist Owen tot. Wenn ihn irgendwer sieht, wird er einfach abgeknallt. Dann hört besser auf, euch das Maul zu zerreißen. Ich werde ihn suchen. Ich bringe ihn her. Wir gehen der Sache Nein. auf den... Der Sturm kommt doch erst in ein paar Nein. Tagen.
Wir haben nur diesen einen Versuch. Und das ist wichtiger als wir alle. Und viel wichtiger als Owen. Wenn er auftaucht, na schön. Im Zweifel für den Angeklagten. Und wir gehen dem auf den Grund. Ich brauche dich, Abby. Ja? Ja. Verstehe. Gut. Sieh dir die Pläne an und mach dein Team klar. Geh was essen. Wir reden später. Owen hätte Danny nie wegen einem Scar gekillt, nicht wahr? Was? Nein, Abby, nicht. Ich bin morgen früh zurück, solange musst du mich decken. Isaac macht dich zur Sau. Nicht vor dem Angriff. Er braucht mich schließlich. Wenn Owen da draußen ist, wie willst du ihn bitte finden? Ich weiß, wo er ist. Und da sieht man, dass Abby Owen wirklich über alles liebt. Das ist übelst krass. 3 Jahre zuvor. Wieder mit der jüngeren Abby. Was? Ich mein's ernst, hör auf! Okay. Warum kommst du nicht rüber und genießt die Aussicht mit mir? Klasse. Der Hammer. Ach. Komm schon. Sind wir echt hier raufgekommen, nur damit du dann auf den letzten Metern doch noch kneifst? Ja. Ja, es hieß nur, ich soll hier rauf, also. Okay, hier ist der Plan. Du schiebst deinen Arsch hier rüber, setzt dich auf den Rand oder du gehst hier auf den Kindersitz und genießt die Aussicht. Wir haben doch Training. Wirklich? Wir können also nicht ein einziges Mal schwänzen? Nein. Willst du drüber reden? Es ist schon spät. Ja. Okay. Nein! Mach das nicht, es ist zu hoch! Oh mein Gott. Weißt du, ich kann so einfach nicht mehr weitermachen, Abby. Owen, ich mein's ernst, ich mach Schluss mit dir. Owen! Ich liebe dich, Abby! Nicht! Owen! Die Frage, die ich mir auch stelle, ist, wie sind sie überhaupt raufgekommen? Weil da muss doch irgendwie auch übel Schiss haben. Würde ich sagen, Leute, in der nächsten Folge dann... Alter, was für eine Sicht. Ich hätte auch übel Schiss, wenn ich Abby... Würde ich sagen, liken, wenn es dir gefallen hat. Und ja, da werden wir jetzt die Vergangenheit mit der lieben Abby sehen, mit dem lieben Owen. Würde ich sagen, Leute, wir hören uns, bleibt gesund. Und ciao, ciao.